Hallo ihr Lieben, heute geht es darum, wie ihr den Spaziergang eures Hundes besonders interessant gestalten könnt. Das Interessanteste für Hunde auf dem Spaziergang ist das Finden von sogenannten Futterbäumen. Jetzt werdet ihr euch fragen, was sind Futterbäume? Das erklärt euch gleich Sarah. Der Hintergrund ist einfach, dass wenn ihr diejenigen seid, die auf den Spaziergängen die einzigen bleibt, die Futterbäume finden, was meint ihr, wo sich der Hund die ganze Zeit aufhalten wird? Bei demjenigen, der erfolgreich dieses Gewächs aufzeigen kann. Und wie ihr das eurem Hund simuliert, wie ihr das Ganze gestaltet, Sarah, das ist dein Part. Zeige ich euch gleich. Dazu suchen wir uns einen Baum, der etwas dickere Rinde hat. Das scheint gut zu sein, um das Futter so reinzustecken. Los geht's. So, ich zeige Ihnen, wo ich das Futterstückchen reinstopfe. Und hier ist richtig. So. Leo, guck mal, such. Ich zeige Ihnen am Anfang ein bisschen, ne? Später soll er alleine durchsuchen. Super. Ich noch einmal. Wir machen das jetzt ein bisschen schwieriger und ich stecke das etwas höher. Natürlich auch unten, so wie eine kleine Gasse. So, mehrmals. Okay. Leo, Leo. Oh, fällt was runter. Leo. Guck mal, hier. Er sucht jetzt schon alleine und er kommt alleine auf die Idee, da drauf zu steigen. Guck mal hier. Super toll. Das reicht für Leo heute. Das ist schon genug. Nächstes Mal kann man mehr Futterstückchen reinstecken und er wird selbstständig bestimmt den ganzen Baum absuchen. Viel Spaß dabei. Ich zeige jetzt euch, wie es aussieht, wenn der Hund das schon kann. Ich stecke jetzt in den ganzen Baum verschiedene Höhe das Futterstückchen, die Futterstückchen. Und dann gucken wir uns an, wie er das, wie die Profi das machen. Manchmal fallen um, aber es ist nicht so schlimm. Dann können die auch auf dem Boden suchen. Jetzt noch etwas höher. So. Und jetzt geht's los. Und such! Danke, Sarah. Das war spannend. Vor allen Dingen für alle drei Hunde. Achtet aber darauf, dass sobald eure Hunde anfangen, selbstständig irgendwo an Bäumen jetzt zu suchen, weil sie der Meinung sind, das, was ihr könnt, das können die schon viel besser, dass ihr dann euch eigentlich immer andere Bäume sucht. Und dort im Prinzip das Spiel wieder von vorne beginnt. Ziel dieser Übung ist einfach, dass ihr die Einzigen in eurem Rudel seid, die letztendlich die Fähigkeit besitzen, diese Bäume im Wald zu finden. Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Übung und für eure Hunde gutes Gelingen und eine spannende Suche. Bis zum nächsten Mal, euer Dogcoach Mediate. Tschüss. In erster Linie ist wichtig festzustellen, dass es dabei gar nicht darum geht, dass ein Hund schwimmen lernen muss, denn schwimmen kann er schon. Er hat nur oftmals keinen Bock oder hat nie gelernt, es tatsächlich zur Anwendung zu bringen. Das ist auch in Ordnung. Das heißt, je häufiger ihr eure Hunde damit arbeiten lasst, umso mehr werden natürlich die Erfahrungswerte, die der Hund bereits gesammelt hat, hier auch wieder zur Anwendung gebracht.